Ja, hallo und guten Tag nochmal aus Kanada. Wir hatten am 1.10. gesprochen in unserem Podcast über ein Thema ganz am Ende, das hieß, Amerika könnte sich überfordern, indem sie den Kalten Krieg an zwei Fronten führt. Das hatten wir nur kurz angesprochen und da das Thema ja sehr komplex ist, haben wir es auch nur sehr kompakt abgewirtschaftet und ich weiß, dass sehr viele Fragen da sind zu diesen Themen und ich hatte gesagt und angekündigt, dass ich da noch eine ganz kurze Stellungnahme machen möchte, so mit wenigen Worten, um die Zusammenhänge noch ein bisschen weiterzugreifen. Und aus diesem Grunde möchte ich das jetzt tun. Wir wissen ja alle, dass die Vereinigten Staaten zunehmend schlechte Beziehungen haben zu Russland, aber auch zur Volksrepublik China. Und ich finde, das ist ein sehr wichtiger Vorgang im Augenblick. Um mal in die Geschichte zu gehen, Henry Kissinger sagte einmal, dass Washington stets bessere Beziehungen sowohl zu Moskau als auch zu Peking anstreben sollte, als die, die sie derzeit miteinander aufbauen. Das war also eine pauschale Aussage, die ist sehr interessant. Die amerikanische Regierung hat diesen Weisen Rat missachtet bis heute und ja, nun scheint es, als würden die Vereinigten Staaten stattdessen einen kalten Krieg an zwei Fronten führen wollen. Die Regierung von Joe Biden hat noch Zeit oder hätte noch Zeit, besser gesagt, diese unheilvollen Trends umzukehren. Aber dazu ist ein radikaler Wechsel in der Strategie Washingtons erforderlich. Zumindest sehe ich das so. Es gibt Analysten, die in den Abzug der USA aus Afghanistan eine neue Richtung interpretieren wollen. Also demnach würde man sich dann auf die Herausforderungen konzentrieren von Seiten der USA, nämlich den Gegnern Russland und China entgegenzutreten. Ich selbst sehe da im Moment allerdings noch keine Zeichen dafür, dass der Rückzug aus Afghanistan Teil einer umfassenderen Strategie sein könnte, also einer US-Strategie. Ein Rückzug aus dem Irak oder Syrien ist nicht erkennbar und das wäre ja Voraussetzung auch dafür. Wobei das Thierry Messon, ein französischer Journalist, sehr bekannt, den ich oft zitiere, arabischer Herkunft, das etwas anders sieht. Aber ich sehe das im Moment noch nicht, dass Irak und Syrien von den Amerikanern gelassen wird. Im Gegenteil, ich sehe da momentan schon wieder Motivation, weiter reinzugreifen. Aber man sollte das hier genau beobachten. Es gibt ja sehr viele und auch sehr teure Baustellen. Ich nenne es mal des Vereinigten Deep States of America. Beispiel: Nah am eigenen Territorium versuchen die USA weiterhin, die Regime in Kuba oder Nicaragua und Venezuela zum Beispiel auch nicht zu vergessen, einzudämmen und sogar zu untergraben. In Washington mehren sich gerade wieder Rufe nach einer humanitären Intervention Amerikas in Haiti, um das wachsende Chaos zu lindern. So funktionieren ja die bekannten Muster der selbsternannten US-Weltpolizei. Die derzeitige US-Regierung scheint noch weniger in der Lage zu sein, eine grundsätzliche Entscheidung darüber zu treffen, welches Land, also Russland oder China, der Hauptgegner der USA ist. Stattdessen steht Washington weiterhin Biden feindlich gegenüber. Das führt natürlich zu einer sehr gefährlichen strategischen Überdehnung, sowohl militärisch, aber auch finanziell natürlich. Die derzeitige US-Politik ist das Gegenteil der Kissinger-Modelle. Man schafft stattdessen eine Situation, in der Moskau und Peking enge Beziehungen zueinander entwickeln und sich von den USA dabei entfernen. Aus Sicht der amerikanischen Interessen ist dies eher eine, ich würde sagen, sogar eine völlig unbefriedigende Situation. Gut, die umfangreichen wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China könnten natürlich dazu beitragen, einen Abbruch der bilateralen Beziehungen zu verhindern. Allein der Handelsumsatz im Jahre 2019, also ein Jahr vor Covid, war gigantische 638,4 Milliarden US-Dollar groß, eine wirkliche Größe.
Nun sind aber nicht nur wirtschaftliche Erwägungen allein entscheidend bei den Beziehungen zwischen den Staaten. Es geht natürlich auch darum, durch nationales Ansehen die Wähler bei Laune zu halten. Noch sind ja aus meiner Sicht die geplanten völligen Kontrollen der Bürger, wie wir sie ja gerade sehen, durch die Big-Konzerne und somit der uneingeschränkte Totalitarismus nicht da. Da muss man dann noch ein bisschen auf die Wähler achten. Also noch. Denken wir ruhig an die eigene Geschichte in Europa. Frankreich und Deutschland waren 1914 wichtige Handelspartner. Aber diese Beziehungen, so wichtig sie auch waren, hinderten die beiden Länder nicht daran, sich auf dem europäischen Kontinent ein Blutbad zu liefern. Es ist daher völlig unvernünftig anzunehmen, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den USA und der Volksrepublik China ausreichen werden, um einen kalten oder gar heißen Krieg zwischen ihnen zu verhindern. Aktuell kommen dazu auch die zunehmenden Spannungen um Taiwan. Wir haben neulich darüber gesprochen im letzten Podcast. Und die Territorialstreitigkeiten im Süd- und Ostchinesischen Meer. Die kommen noch dazu. Die Regierung Biden setzt hier offenbar Japan ziemlich unter Druck. Man will, dass sie eine aktivere Rolle in der Eindämmungspolitik gegen China spielen. Und Washington lockt Japan immer wieder damit, dass die USA trotz der Proteste Pekings an der Wahrung der Souveränität Japans über die Senkaku-Inseln festhalten. Auch darüber hatten wir im vorletzten Podcast gesprochen. Diese Senkaku-Inseln sind Ende des 19. Jahrhunderts von den Japanern besetzt worden, annektiert worden. Die gehörten dann zu Japan. Es lebte dort niemand. Es gab dort keine Kultur. Die Inselgruppe ist sehr klein. Die größte Insel ist gerade mal 3 Kilometer lang. Aber sie ist natürlich militärstrategisch sehr wichtig, denn um jedes Festland, egal wie klein das ist, kann man ein entsprechendes Wasserhoheitsgebiet ziehen, in dem man dann natürlich auch sein militärisches Equipment, zum Beispiel auf Schiffen, dann eben halt dort liegen lassen kann, ohne dass man damit in fremde Hoheitsgebiete reinkommt. Und das ist natürlich der Grund, denke ich, dass China genau diese Senkaku-Inseln wieder zurückbekommen. Die nennen sie auch nicht Senkaku-Inseln, sie nennen sie anders. Ich habe den Namen jetzt nicht parat. Auf der anderen Seite sehen wir also neben dieser Krise USA-China eben auch eine massive Verschlechterung der Beziehung Washingtons zu Russland. Allein im Jahre 2021, also im laufenden Jahr, verabschiedeten die USA bisher mehrere neue Maßnahmen gegen Russland. Washington unterzeichnete gerade ein Abkommen mit Ungarn, das den Streitkräften das Recht einräumt, zwei Luftwaffenstützpunkte in diesem Land Ungarn zu nutzen. Ich glaube nicht, dass Herr Orbán, also der Präsident von Ungarn, das gern gemacht hat, aber er steht natürlich auch ein bisschen unter Druck der EU, die ja sehr NATO-affin sind. Im Juli 2021 führten die USA und 11 NATO-Verbündete eine Reihe von Militärübungen im Schwarzen Meer durch. Das ist natürlich schon heftig. Solche Militärmanöver sind für Russland naturgemäß gefährlich, da sie sich in unmittelbarer Nähe des wichtigsten Marinestützpunktes von Russland, nämlich in Sewastopol, befinden. Weiter nördlich führten US-Truppen gemeinsame Militärübungen, so heißt es so schön, mit Einheiten aus der Ukraine, Polen und Litauen durch. Und so geht die Spannungspolitik der USA munter weiter. Mitte April 2021 hat die Biden-Regierung russische Diplomaten ausgewiesen und verhängte neue Sanktionen gegen Moskau wegen der angeblichen Einmischung in die US-Wahlen 2020 und der ebenso angeblichen Untätigkeit bei Cyberangriffen, die von russischem Boden ausgegangen sein sollen. Ich will das mal zusammenfassen, was ich jetzt hier sage. Ich will es ja nicht zu lang machen. Angesichts der langen Grenze zwischen Russland und China und der uralten, schwelenden Rivalität zwischen diesen beiden Ländern um die Vorherrschaft in Zentralasien würden sich Moskau und Peking normalerweise mehr voreinander hüten, voreinander,
als gemeinsam vor den Vereinigten Staaten. Die USA erscheint mir da recht ungeschickt, wenn man es militärisch betrachtet. Statt den Zwist der Gegner zu nutzen, forcieren die USA eine Zweckgemeinschaft zwischen China und Russland. Die wird regelrecht forciert und auch stabilisiert. Das sind interessante Themen. China und Russland sind in einem ziemlich langen Konflikt um die Ostmongolei, um die Ostgebiete, die an die Grenze von China gehen, rechtlich zu Russland gehören, staatsrechtlich, aber sehr stark von einer chinesischen Ethne bewohnt sind. Entschuldigung. Ich würde es eigentlich für logisch halten, wenn die USA sich einer Seite dieser beiden sogenannten Gegner nähern würde, nach dem Motto Teile und herrsche. Denn damit würde man eine Konfrontation zwischen China und Russland regelrecht forcieren. Also eine Konfrontationspolitik der Gegner. Da haben die USA doch wirklich Erfahrung. Aus der Sicht Washingtons sollte man sich meines Erachtens um den Wiederaufbau der Beziehungen zu Russland bemühen. Denn von Russland geht eine weitaus geringere Gefahr aus, mit einem Bruttoinlandsprodukt von 1,4 Billionen Dollar. Liegt Russland gerade mal an 11. Stelle in der Welt, noch hinter Südkorea, allerdings auch vor Brasilien. Im Gegensatz dazu ist China mit einem Bruttoinlandsprodukt von 15,2 Billionen, also mehr als das Zehnfache von Russland, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Und diese Zahlen bedeuten, dass Russland ein wirtschaftlicher Akteur eigentlich der zweiten Reihe ist, während China ein extrem starker Konkurrent ist, der schnell zu den Vereinigten Staaten aufschließt. Darüber hinaus setzt Peking seine finanziellen Ressourcen, wie wir das sehen, in diesen ganzen Jahren jetzt massiv ein, um in der ganzen Welt erheblichen Einfluss zu gewinnen. Russland könnte da niemals mit China mithalten. Aus militärischer Sicht ist China für USA ein weit gefährlicherer Gegner durch die konventionellen Waffen, die sie haben, also viel mehr als Russland. Russland verfügt zwar über ein hohes Atomwaffenarsenal, aber ich glaube, Kriege dieser Art gehören wohl eher der Vergangenheit an, denn jede Art des Krieges mit Atomwaffen wäre ja quasi auch ein Suizid des Angreifers, der damit verbunden wäre. Ich glaube, das würde man zu verhindern wissen, bis zum Schluss zumindest. Schwingt da auch ein bisschen Hoffnung mit. Also, in diesem Sinne möchte ich es dabei belassen erst einmal und habe dann hier mit meiner Pflicht und Schuldigkeit getan, für diejenigen, die mehr wissen wollen, da nochmal kurz ein paar Worte drüber zu verlieren. In diesem Sinne, euch alles Gute und bis dann. Ciao, ciao.